Moin moin, meine kleinen Weltraumpiloten und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Starlink. Und wie man sehen kann, befinde ich mich auf Haven, um den Prime den Chaos zu machen. Denn, whoop, wir zoomen mal raus, der hat eine Verbindung hier rüber zu diesem Planeten. Das heißt, wir müssen zwei Primes killen, das machen wir alles jetzt. Und dann haben wir den Handelssektor so ein bisschen befreit, würde ich sagen. Ja, weiter geht's. Ihr könnt gerne zuschauen, denn es macht Spaß zuzuschauen. Ab und zu zumindest. Zack. So, oh. Und da, zack, gehen. So, mit Prime habe ich schon irgendwie gepeilt. Atmosphärische Verschmutzung erkannt. Die Triebwerke sind beeinträchtigt. Ja, wir können ja nicht mehr starten. Sonne nicht mehr auf dem Scan. So. Gehen wir direkt rein zum Prime. Sei denn noch, wir müssen nachher mal unser zweites Flugzeug wiederholen. Ich habe ein Prime im Visier. Es wird leichter sein, neue Allianzen zu finden, sobald... Der Prime ist so gut wie erledigt. Super. Gut ist natürlich, dass wir da schon eine... Okay, du kommst jetzt dem Prime näher. Du schaffst das. Hallo. Jetzt geht's los. Aber das mag er ja gar nicht, wenn man ins Gesicht schießt. Oh, was ist denn das für ein Prime? Der hat 4 Dinger. Oh, den kennen wir noch nicht. Der ist neu. Schwitzen. Mal gucken, was der jetzt noch für andere Schnell, Dings auf hat. Den Kopf ziehen, bevor er sich erholen kann. Okay. Bin gespannt, was für 4 Fähigkeiten er hat oder 4. Oh, klar. So, einmal drehen. So, was jetzt passiert, wissen wir noch nicht. Entweder läuft er weg. Er läuft zum nächsten Turm zumindest. Also den Turm noch erstmal platt machen, dann sind die ganzen Legions da mich auch tot. Wir müssen uns nicht drum kümmern. Perfekt. Das ist perfekt für uns zumindest. So, holen wir die Truppe dazu. Information geht. Falco hier. Ich bin schon dran. In dieser Richtung, mir doch egal. Wo das erste Schaden haben willst. Die Mitte treffen. Sie ist ungeschützt. Sofort fliehen. Oh nein, was ist da los? Shit! Was ist das denn? Sofort fliehen, hätten wir komplett weg sein müssen. Okay, das hatten wir auch noch nicht. Gut, dann wisst ihr schon mal, was euch blüht, wenn ihr den Prime angreift. Okay, jetzt können wir mit beiden Schiffen angreifen, das ist natürlich auch nicht verkehrt. Aber das hätte ich jetzt nicht gedacht, da muss man wahrscheinlich so schnell wie möglich wegfliegen. Um aus seiner Dings rauszukommen. Jetzt haben wir wieder beide. So, nehmen wir als erstes mal den A-Wing. So, dann schauen wir mal hin. Wo ist er denn jetzt? Nein! Die Artillerie wird angegriffen! Okay. Mal die Raffinerie kurz helfen hier. Ja, die Waffe ist genau richtig. Oh, wunderschön. Anti-Frost-Booster. So war das. Gut, dass Sie vorbeigekommen sind. Vielen Dank auch. So, wo ist denn der Prime jetzt? Das ist die Frage.
Da läuft er rum. Wir sind so weit weg. Mist. Springerschwarm entdeckt. Was immer die vorhaben, es kann nicht gut sein. Wir sollten sie aufhalten, solange es geht. Equinox, Fox hier. Was gibt es Neues? Nicht weit von dir ist ein Extraktor auf einer strategischen Elektrumader. Schalte ihn aus und wir kommen dem Prime einen Schritt näher. Annehmen, aber wir nehmen... Erst das Ding hier ausschließen. Und machen gibt es auf jeden Fall eine Punkte dafür. Obwohl das eigentlich nicht so viel Sinn macht, aber naja. Sonnen fliegen ja noch hier rum. Der Extraktor ist verwundbar. Auf die Hauptstruktur zielen. So, erledigt und dann können wir uns den Prime vornehmen. Ich bin bereit. Ah, wir sind immer bereit. Der Prime ist natürlich ein bisschen weiter weggelaufen, das macht aber nichts. So, los geht's. Ab zum Prime. Den erledigen wir jetzt. Schwierig war das, glaube ich, gar nicht. Aber man hätte ganz schnell wegfliegen sollen. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Aber daraus lernt man ja. Wir kennen ja die Strategien nicht von dem zweiten Prime hier. Oder von dem Vierer Prime. Ich nenne den mal Vierer Prime, weil der vier Angriffsnoten hat. Höhepunkt hat. Hier nochmal neu erledigen. Das ist auch nicht das Ding. So. Macht nichts. Den erledigen wir ohne unsere Freunde erstmal. Ah, was für Hilfe. Warnung. Lithiumverstärkung im Anmarsch. Alles erledigt. Die Fresse auf. So, zweite Mission. Hol dir deinen Punkt. Er versucht zu fliehen. Schnell, hinterher. Wir wissen ja zumindest, wo er hin will. Und das ist ja nicht weit weg. Okay. Ziemlich warm. Kommen unsere Leute dazu?
Ziel auf die Mitte. So, sofort fliehen. Alter, guck jetzt mal an, wie viel Schaden der hier macht. Okay. Was passiert jetzt? Nee, das kennen wir ja noch nicht. Abschießen kann ich von hier nicht. Was machen wir jetzt? Wir wissen es nicht. Müssen wir kurz abwarten, bis er abkühlt? Ich weiß es nicht. Helfen tun wir ja nicht. Man kann in seinen Schwanz leuchten, den kann man wahrscheinlich treffen, aber wie? Guck das an. Gleich instabil und zerstört. Wie soll man den denn besiegen? Hä? Wie soll man den denn töten jetzt? Wo vielleicht? Eigentlich. Sie ist der Schwachpunkt. Ja, ich sehe sie leider nicht, weil sie an der anderen Seite ist. Okay, müssen wir wegfliegen, glaube ich. Dann wird das gleiche nochmal jetzt machen, ne? Okay, die müssen wir in der Luft bekämpfen, denn. Ne, er macht wieder dieses Eisding, okay. Der denn, Alter? Doch neu. Oh, flieg, flieg, flieg. Scheiße, was war denn das jetzt? Ah, okay. Okay, jetzt weiß ich.
komm. Endlich. Eieiei. Ei, ei. Okay. Du warst gut, aber ich war besser. Viel beängstigender kann ein Prime kaum werden. Jetzt können wir Haven wieder aufbauen und erblühen lassen. Kein Problem. Wirklich gut geschossen. Jetzt schnapp dir den Kern des Prime und dann verschwinde von dort. Na gut. Zu eigener Station hin. Wir obern die mal kurz. Und dann, beziehungsweise nehmen die, helfen denen und dann bauen wir noch einen Punkt auf. So. Observatorium bauen wir auf. Ne? Effekt hat die schon. Noch mehr Gegner? Bestimmt. Kann es nicht gewesen sein. Ups, da war einer. Ach, das nehmen wir. Der ist schon tot. So. Auf dritte Allianz 2. Okay. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir hier schnell was auf. Da war ja nichts. Können wir unseren Kern noch abgeben? Und Observatorium. Verbündete wir kriegen, desto eher können wir den Planeten endgültig befreien. Hallo, wir könnten ein paar der Kerne, die Sie dabei haben, gut gebrauchen, wenn Sie handeln möchten. Oh, weiß ich nicht, ob ich handeln möchte. Möchte ich das? Weiß es nicht. Oh, hallo, ignorieren Sie mich. Ich schufte nur an der vordersten Front der Galaxieerkundung. Der Planet muss so oder so, müssen wir ein bisschen aufputschen. Achso, warte mal, das war ja dumm. Ich hätte auch den Kern nur abgeben können. Wird das Ding ja automatisch aufgebaut. Ach, ärgerlich. Und Sie schenken mir ein. Ich bin gerührt, Partner. Das wird unsere Anlage voranbringen. So. Kann ich noch haben. Gut, haben wir schon wieder was entdeckt hier? Vielleicht müssen wir noch mal ein, zwei Raffinerien einnehmen. Anderen uns. Fortschrittlicher Extraktor, den nehmen wir. Der Prime ist weg, müssen wir ein paar Extraktoren töten oder wegmachen, damit es irgendwie Sinn macht. So, da ist er. Extraktor entdeckt. Energiewerte moderat. Jawohl! Fox 1, böser Kerl 0. Mach weiter, bald ist das geschafft. Ah, das scheiß Schutzschild nervt mich. Mm-hmm.
Gut. Alles in der Nähe mit erstmal. Wir erobern ein paar Sachen und dann können wir auch wieder in den Weltraum fliegen. Ein bisschen aus wie Alice im Wunderland hier mit den riesen Pilzen. Analyse. Das Nova kann leichter entfernt werden, wenn es mit Kältewaffen anvisiert wird. Ein. Huch. Also ist immer nach links und geradeaus und dann findet man den Schatz. Anders. Okay. Ah, hier oben links ist er trotzdem. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle müssen wir hier gar nicht mehr reingehen. Wir müssen noch ein paar Gegner finden, wir haben es noch nicht erobert hier. Ja, da irgendwo rumschweren. So. Sehr gut. Das nächste. In. Huch. Ja. Jetzt mal. Ja. Ja, wer sind Sie? Hey, ich bin Fox und mich tritt jedem Arsch. Ich und meine Crew, wir wollen helfen, der Legion die Hölle heiß zu machen. Es stellt sich. Ich bin schon dabei. So. Hervorragend. Es gibt eine nicht weit von hier. Sie wird perfekt sein, sobald die Legion weg ist. Ah, es sind immer die gleichen Aufgaben eigentlich. Das ist ein bisschen öde. Aber die drücke ich gerne weg. Die Hauptmission drücke ich natürlich nicht weg. Wir sind mit dem Bau einer neuen Werkstatt fertig. Schauen Sie doch mal vorbei. Ups, das ist nicht so clever von mir. Offen. Da könnte viel Kropfzeug bei den Silos herumlungern. Starlink-Datenbank aktualisiert. Klassische Arbeit. Ich schicke ein paar Leute raus, die im Gebiet patrouillieren. Vielen Dank. Hey, dafür bin ich da. So. Okay, Die Raffinerie, die holen wir uns noch kurz. Dann. Ich glaube, sind wir auch soweit durch, oder? Ich will mal ganz kurz gucken. Equinox, wir können immer die Upgrades gucken. Wir können die Mod-Synthese auch schon hier hochjagen, wenn wir wollen. Ja, wir können. So, was wir machen können. Missionsträger. Erhöht die Tragfähigkeit an Traumschiff von. Ja, Vorschub.
Springerstöcken vielleicht. Haben wir mehr Erfahrung mit Piloten und diese, okay. Wir könnten hier auf jeden Fall was machen. Sprengerschwarm entdeckt. Oh, die sind echt ein Problem. Wir sollten sie beseitigen. Können Sie aufhören, mich anzugreifen? Oh Mann! Sprengerschwarm neutralisiert. Gute Ab. An alle, die das hören! Ich bin gestrandet! Die Legion hat mich abgeschossen! Helfen Sie mir! Die Elektronproduktion ist verlangsamt, seit meine Erzverarbeitungseinheit kaputt ist. Könnten Sie eine Fabrik in der Nähe nach Ersatz suchen? Machen wir. Gehen wir schnell mal hin und regeln das für die. Man kann natürlich auch in der Luft fliegen, dann fliegt man wahrscheinlich schneller, aber ich mag gerne über den Boden gleiten so ein bisschen. Ich sehe das Bergungsgut. Da bist du ja. Gut, und jetzt zurückbringen. Pronto. Pronto. Avanti, avanti. Yandere, yalla. Andale, andale. Ach, alles. Oh dir, oh dir. Ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, sie wiederzusehen. Haben sie alles bekommen? Und glauben die alle immer, dass ich nicht wiederkomme? Also, nicht so unzuverlässig? Ich war mir nicht sicher, ob sie Wort halten. Das hilft uns beim Expandieren. Also betrachten sie uns als Freunde. Danke. Bilden wir doch eine Allianz. Wir holen uns Atlas zurück. So. Ja, ja, willkommen zurück. Könnten Sie bitte schnell machen? Verbessern wir deine Raffinerie. Die Produktion sollte nach diesem Upgrade sehr viel effizienter sein. Sie haben eine Menge Kerne dabei, Mann. Bringen Sie sie her. Wir helfen beim Entladen. Ja, gut. Eine Menge Kerne habe ich natürlich nicht, aber... So. Ach. Ich könnte mal den Planeten ja echt nochmal so ein bisschen erobern hier. Den holen wir uns noch hier. Ja, schnell, viel schneller vorankommen wir damit aber nicht, ne? Nebenbei. Naja, machen wir mal den. Wenn wir clever sind, machen wir alle Punkte kaputt. Und versuchen dann die Gegner gar nicht zu zerstören, sondern zerstören die gleich, indem wir das ganze Ding zerstören. Es wird kalt. Komm, flieg, flieg, flieg. Alle da rein. Ich verbrenne. Ist alle da rein. Hehe, das ist. Bin ich so alle drauf. Das ist schon cooler so. Libby, danke für die Hilfe, Libby. So. Los.
Helfen wir noch und dann ist Schluss. Denk dran, dass wir die 3 Starlink-Türme in ganz Atlas brauchen. Nur so können wir unsere Schiffe weit genug rausschicken, um Greggs zu erreichen. Nächsten Turm werden wir auch angehen. Eine ordentliche Ladung Elektrum ist gerade eingetroffen. Gut, dass wir so viele Prospector-Freunde haben. Ja, da können wir auch nicht Kohle durch, nämlich. Der cool ist. Feindliche Outlaws entdeckt. Nein! Die Raffinerie wird angegriffen! Wow, stopp! Ich bin kein Feind! Ja. Outlaw-Schurken eliminiert. Boom. So macht man das. Gut, dass Sie vorbeigekommen sind. Vielen Dank auch. Eine Ursache. Hallo, was brauchen Sie? Okay, wir beenden die Upgrades. Ich weiß einen Weg, noch mehr Elektrum zu beschaffen. Mit Ihrer Hilfe, meine ich. Sie haben eine Menge Kerne dabei, Mann. Bringen Sie sie her. Wir helfen beim Entladen. Ja, warte, wir aktualisieren mal ein Ding. Wir machen das Ding nochmal größer hier. Obwohl, können wir auch abliefern, ne? Eine hochmoderne Anlage. Kriegen wir noch mehr Kohle. Ja, Leute, das war's für heute. Beim nächsten Mal gehen wir die nächsten Primes an, und zwar im anderen Quadranten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.